Yo guys, welcome hier und herzlich willkommen zum US Grand Prix. Das Debüt gab's 2012. Ich freue mich wirklich mehr, dass ihr da eingeschaltet habt. Lasst uns später ein bisschen quatschen, aber jetzt geht's mal los. Die Länge beträgt von einer Runde natürlich 5,5 und 6 Meter. Das ist nicht lang. Die Distanz, die sie heute zurückzulegen haben, sind 308,405 Kilometer. Also eigentlich, wie gesagt, immer gleich. 20 Kurven sind richtig viele. 9 rechts dabei, aber 11 links. Also es ist eher auf linksseitig. Runden sind schon saftige 56 bei einer Zeit, was man fast 1,40 hat. Also das wird ein langes Rennen. Die meisten Siege hatten von den früheren Rennen nicht in Austin, sondern woanders. Ayrton Senna mit 5, aber auch Michael Schumacher hatte auch 5 und Hamilton, hier der ungeschlagene Fahrer mit 6 Wins hintereinander, so viel hatte noch keiner seit dem Debüt. Wie gesagt, seit 12 wird gefahren, ich kann mich noch richtig gut erinnern, also die Strecke ist wirklich sehr, sehr spaßig und wir werden noch ein bisschen über das gestrige Qualifying reden, das ein bisschen katastrophal für Hamilton war und sehr, sehr interessant für Bottas-Fans und aber auch für Ferrari und so weiter, also auch für Verstappen war was dabei, aber das später mehr dazu. Es gibt 2 DS-Zonen und natürlich 2 DS-Messpunkte natürlich, eine bei Start und Ziel natürlich und eine bei dieser ewig langen Geraden nach Kurve 8, nach dieser Haarnadelkurve. Es ist eigentlich sehr, sehr simpel, man könnte glaube ich auch keine dritte mehr einbauen, vielleicht vor dieser Haarnadelkurve so, aber das war schon sehr kurz und hier haben wir nochmal die Streckenzusammenfassung, 5,5 Kilometer auf 20 Kurven verteilt und 2 DS-Zonen und 2 DS-Messpunkte. Höhendifferenz gibt es eigentlich nicht, außer nur bei Start und Ziel ist er Berg hoch, da ist die erste Kurve, die ist schon sehr, sehr hoch und das hat auch so eine komische Öffnung, das ist so ein so konischer, so ja. Aber gut, Leute, hier die erste DS-Zone und lasst gerne ein kostenloses Abo da, jetzt lasst gerne ein kostenloses Abo da, würde mich wirklich freuen, wenn ihr uns da supporten würdet, ihr könnt uns auch gern, das Video teilen und mit deinen Gefällt mir markieren, würde mich wirklich freuen und los geht's hier diesen Berg rauf, das wird auch heute sehr, sehr spannend werden, beim Start, diese Haarnadelkurve, sehr, sehr gut durchgesetzt, eigentlich ziemlich einfach. Nur die richtige Linie hier zu finden ist sehr, sehr schwierig. Der Exit ist sehr, sehr wichtig, weil dann kommt gleich eine Vollgas-Kurve Nummer 2, also diese Rechtskurve. Und dann geht's los. Zusammenbeißen und 3, 4, 5, 6. Und das ist 6 alles. Und hier haben wir nochmal so in der Replay 3. Also eigentlich fährt man das alles Vollgas. Ich lupf da und schalte sogar einmal runter 5. Und da haben wir nochmal die 6, also das ist das Aushängeschild von der Strecke, würde ich mal sagen, diese S's. Und dann geht es gleich in 7, die kann man eigentlich wirklich fast Vollgas nehmen, man lupft da einmal kurz und dann geht es gleich weiter. Hier Kurve Nummer 8, die und 9, die sind echt wichtig, rechts darf nicht zu weit rauskommen, weil das ist das Krasse, also 9 und 10, fährt mal Vollgas durch, die nimmt man eigentlich nur aus Schwung für diese lange Geraden hier. Und Kurve 11, sehr, sehr schwieriger Exit hier wirklich, da wird das Auto sehr instabil. Und links nicht zu weit über den Körper, rechts darf man aber auch nicht zu weit rauskommen, sonst ist wieder das Gras sehr, sehr nah. Und es geht jetzt wieder Vollgas. Dieser extrem lange Geraden ist im Rennen wahrscheinlich ein Garant hier, DS-Zone Nummer 2. Ein Garant dafür natürlich auf Überholmanöver hier überhaupt an diesem Endpunkt. Da wird auf jeden Fall in Kurve 12 einiges gehen. ITU-Gamer könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen. Die ist ja sehr einfach aus dem MotoGP. aber sonst ist es eigentlich einfach. Kurve 13. Ist auch sehr, sehr schwierig, den Bremspunkt zu finden. Und 13, 14, die sind echt schwierig. 15, da ist überhaupt die Kurve an sich scheiße. Also ich komme da auch immer zu weit raus und da ist das Auto sehr instabil. Und weil es immer leichter Bugel ist, dreht es das Auto echt leicht weg. Und hier haben wir dann Kurve 16, 17 und 18. Diese langgezogene Rechtskurve wird in 3 Kurven gerechnet. Ist aber eigentlich, wird gefahren wie eine. Man fährt hier Vollgas durch und es wird gefahren wie einer. Zack, hier auch sehr wichtig der Exit, weil hier nimmt man viel Schwung für diese Geraden mit. Und dann natürlich diese Kurve hier für die lange Start- und Zielgeraden ist auch sehr, sehr wichtig. Und Leute, das war schon eine sehr, sehr interessante Strecke. Und mit vielen Kurven, aber auch vielen Überholmanövern. Und kommen wir zum gestrigen Qualifying ein bisschen, was wie gesagt sehr, sehr spannend war. Zu sehen, wie gut wieder Mercedes war. Könnt gerne auf Snapchat vorbeischauen. Hier habt ihr die Adresse oder auch unten in der Beschreibung. Es war sehr, sehr interessant. Bottas, sehr, sehr gute Leistung, hat sich die Pole geholt. Hamilton hat sich da irgendwie schwer getan. Obwohl das ganze Wochenende gut war, wurde er dann eigentlich fast zum Best of the Rest. Also er war nur besser wie Albon, also 5.
Und Verstappen, exzellent, Vettel auch, also Bottas, Vettel, Verstappen und dann Leclerc. Also die zwei Favoriten hatten so einen Durchhänger und die beiden ja eher, die das ganze Jahr hinterhergefahren sind, hatten da heute gestern so ein bisschen die besseren Karten. Also es war ein sehr, sehr spannendes Qualifying. Es gab viele Überraschungen, unter anderem Norris, der in Q1 die schnellste Rennrunde hatte. Also das war wirklich sehr kurios. Natürlich, er hat dafür seinen zweiten Stint-Reifen oder seinen ersten Stint-Reifen für das dritte Qualifying hergegeben. Ist dadurch auch nur auf P9. Sainz hat es besser getroffen, der ist auf P8. Nein, P7 ist Sainz und er ist auf P8, sorry. Und ja, sehr, sehr gut. Auch beide McLaren wieder in den Top 10. Albon, wie gesagt, nur 6. Ihr könnt gerne die Glocke aktivieren, falls euch das wieder gefallen hat. Aber mein Tipp fürs Rennen heute ist auf jeden Fall, Hamilton wird aufholen, wird Dritter werden. Und Verstappen kann sich nicht halten. Ich würde sagen, Bottas, Leclerc, Verstappen. Nein, Bottas, Vettel, Hamilton. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Besucht auch gerne Facebook, Snapchat, Instagram und Twitter. Fährt was nochmal. Schaut auch am Dienstag bei der Mega-Season vorbei. Aber ich bin jetzt raus. Lasst ein Abo da. Bis morgen und ciao.